Irgendwo hängen sie also, lass uns Chevalier was zu tun mit anderen. Way back down. It's 12 o'clock somewhere. Das sind die, die wir haben jetzt Ich möchte mich für Ihr Kommen herzlich bedanken und auch für das Interesse, das Sie dieser jungen Firma Kaspersky&N bringen. Kaspersky&N steht für drei Sachen im Prinzip. Die erste ist Nachhaltigkeit. Und ich glaube, diese Nachhaltigkeit, hoffentlich werden Sie sehen, drückt sich in vielen Sachen aus. Die wichtigste für uns ist, dass wir in der Lage sind, Kaviar mit Leben zu offerieren. Wir müssen die wunderbaren Störfische nicht töten, um unseren Kunden Kaviar anbieten zu können. Sondern wir haben eine neue Technologie aus Russland bekommen, dank der Hilfe von Constantin, die es uns erlaubt, die Fische fein, ich sage immer so ähnlich, wie wir ja hier im Wallis sind, wie die Kühe zu melken und sie dann anschließend für Jahre weiterhin benutzen zu können. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied aus. Und der zweite Punkt ist, wenn wir auch über Nachhaltigkeit sprechen, dann werden Sie sehen, dass wir im Bau, in der Konstruktion alles getan haben, um Nachhaltigkeit der wichtigsten Ingredienten, das ist Strom auf der einen Seite und Wasser auf der anderen Seite, auch sicherzulegen für viele Jahre, die kommen. Der zweite Punkt, für den Kaspersky&N steht, ist Reinheit. Nicht nur die Reinheit des Walliser Wassers, selbstverständlich, aber auch die Reinheit in der Kaviarproduktion. Wir benutzen keine Konservierungsstoffe. Das Einzige, was benutzt wird, ist Salz. Und wiederum auch hier haben wir den Vorteil, dass wir durch die Technologie und durch unseren Kaviarmeister Alexandra Kamsina aus Russland dieses Reinheitsgebot durchhalten können. Ich glaube, das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte ist, wie ich schon erwähnt habe, Respekt. Respekt vorm Leben, und deshalb ist unsere Hauptlinie Kaviar with Life. Und ich glaube, dieser Respekt gegenüber der Umwelt, gegenüber den Tieren, den Fischen in unserem Fall, ist ein Teil, wichtigster Teil. Und dieses pristine Wasser, diese einmalige Walliser Umgebung, die Technologie auf dem letzten Stand und dieses tiefe Tier- oder in unserem Fall eben Fischverständnis, das ausgedrückt wird durch unseren Fischmeister Tim Schneider, den Sie dann anschließend ja auch treffen werden. Dieses Reinheitsprinzip bei der Kaviarerzeugung, das sind alles einmalige Sachen für Kaspersky&N. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auf diesen drei Säulen bauend eine Kundschaft aufbauen können, die vielleicht heute nicht mehr Kaviar konsumiert, weil sie eben weiß, dass die derzeitige Kaviarzucht nicht nachhaltig ist. Also wo ihr euch hier drin befindet, ist ja der Eventroom. Und in diesem Eventroom werden wir nachher auch diverse Tastings durchführen, Events. Man kann auch hier sich einmieten für Geburtstagsfeiern und so weiter. Also hier ist wirklich, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Nochmals, heute ist ja Operational Inauguration. Nicht, dass Sie das verwechseln, also der Product Launch, der kommt später. Sie können unseren Kaviar bereits hier kaufen, das sind Promotionspreise. Und er ist aber noch nicht im weiteren Fachhandel erhältlich. Aber hier ist er erhältlich. Also wenn Sie etwas mitnehmen wollen am Schluss des Events, können Sie das gerne machen. Man tut sie dann vorne gerne bedienen. Ja, wo hat Kaspersky&N gestartet? Kaspersky&N ist ursprünglich in New York entstanden. Also die Idee Minimum. Aber wie es halt ist im Leben, reicht eine Idee nicht aus. Und da haben wir Gott sei Dank viele gute Investoren, Aktionäre
und die uns da unterstützt haben, damit dieses Projekt überhaupt sich entwickeln konnte zu dem, was Sie heute in festen Mauern und Boden sehen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Bedient euch, also es hat genug Kaviar für alle. Wir haben nicht gespart. Also bedient euch und guten Appetit nochmal und alles Gute. He? Merci. Experience.